Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Airbrush TV. Ja, was habe ich heute wieder im Gepäck? Und zwar ein Tool für Airbrusher, ein LED-Lightboard. Ja, die sind schön flach und die dienen dazu, dass man halt seine Vorlagen damit realisieren kann, seine Schablonen jedenfalls damit realisieren kann. Und wir haben hier das Modell Garmon GA3 LED-Lightpad. Und das Besondere, ihr habt es vielleicht schon gesehen, man hat nicht nur die LED-Oberfläche, sondern wenn man das Board umdreht, da hat man dann eine integrierte Schneidmatte. Und das finde ich cool, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Äußerst praktisch, man muss also nur in seinem Prozess halt vorne dann halt gestalten, dann dreht man das LED-Board um und kann dann auf der Seite auch direkt schneiden, muss nicht extra irgendwas wechseln. Das finde ich also ziemlich cool. Angeschlossen wird das halt mit einem Kabel an einen USB-Adapter mit 5 Volt und wir gucken uns dann in den nächsten Minuten einmal an, was man mit dem LED-Board machen kann, wie das Ganze halt so schön leuchtet. Und ja, machen auch mal einen Probeschnitt, ob die Oberfläche das halt auch gut aushält. Also, jetzt geht's gleich los mit dem LED-Board. Aber nicht vergessen, wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Airbrush, dann schaut auch bei uns in das Airbrush Step-by-Step-Magazin rein. Das erscheint alle 2 Monate mit vielen tollen Artikeln. So, aber jetzt geht's endlich los mit dem Garmon LED Lightboard GA3. Film ab! So, das ist der Lieferumfang. Hier haben wir eine Quick Start Guide Anleitung, die braucht man aber nicht unbedingt. Wichtig ist natürlich das USB-Kabel. Das kann man dann halt an so einen Ladeadapter anschließen. Der liegt nicht bei, aber sicherlich habt ihr so ein Gerät schon zu Hause. Und das andere Ende, das kommt dann direkt in das Board hinein. Wichtig ist noch, dass man natürlich hier diese Schutzfolie abzieht. Ja, die ist halt für den Transport drauf gewesen. Die muss einmal runter, damit man dann halt auch eine gute Oberfläche bekommt. So, das richtig lange Kabel, das ist ziemlich ganz praktisch, so ein flaches Kabel. Das schließe ich jetzt mal an. Also die eine Seite, die kommt ins Board rein. Ja, das ist so ein Micro-USB-Kabel und das geht halt relativ einfach und passt auch sehr gut. Und dann den Ladeadapter, dann erstmal den Stromanschluss rein. So, sehr schön ist hier ein Lineal mit aufgebracht an 2 Seiten in Zentimeterform. So kann man halt auch Sachen abmessen. Und der Ein- und Ausschalter, der ist natürlich hier farblich oder markiert. Und man kann dann halt stufenlos das hell und dunkel machen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe jetzt hier verschiedene Lampen. Ich mache mal eine Lampe aus, dann schalte ich die nächste Lampe aus und auch dann das letzte Licht. Und man sieht hier ganz deutlich, je weniger Licht man hat, umso besser kann man seine Vorlagen halt wahrnehmen. So, schauen wir uns das Ganze mal in einem Beispiel an. Ich habe hier einen Laserausdruck, einen Farblaserausdruck auf einem billigen Papier und lege jetzt noch ein 80 Gramm Kopierpapier drüber und markiere mir jetzt halt entsprechende Stellen schwarz mit einem Filzer. Das soll hinterher meine Maskierung werden, die ich dann halt einscanne und vektorisiere. Und so kann man also hier sehr schön halt zum Beispiel Vorlagen für seine Schablonen erzeugen. Natürlich kann man halt auch Motive damit kreieren und verschiedene Objekte zueinander zeichnen. Dafür ist natürlich dieses Board ideal. Jetzt gucken wir uns mal an. Ich ziehe es mal hoch, das Originalauge, und dann verhält sich dann halt der Kontrast dementsprechend so, wenn man ein Kopierpapier drauflegt. So, interessant ist natürlich, wenn ich also da wirklich eine Schwarz-Weiß-Vorlage habe und lege dann nochmal ein 80 Gramm Kopierpapier drüber, dann sieht man das natürlich richtig gut durch. Ja? Ich habe hier nochmal diesen Quick-Start-Guide nochmal im Vergleich. Auch da sieht man natürlich alles richtig super lesbar halt durch. Also es kommt also drauf an, was hat man da für Vorlagen, die man halt durchpauschen möchte. Und ja, wenn es halt ein hoher Kontrast ist, ist es natürlich immer besser. Dann würde man es halt auch schon am Tage halt gut sehen. Ebenfalls hervorragend funktioniert natürlich Maskierfilm. Da kann man halt auch prima durchschauen. Wenn man jetzt zum Beispiel mit einem klebenden Maskierfilm eine Schablone erzeugen möchte, dann
geht das natürlich halt ebenfalls. Markiere ich hier zum Beispiel mit einem Kugelschreiber die Bereiche, die ich dann mit einem Skalpell ausschneiden möchte. Ja, man kann das Ganze natürlich auch fixieren mit einem Klebeband. Da gibt es auf der Oberfläche keine Probleme. Das Garmon GA3 ist schön flach, ist auch nicht zu schwer und diese A3-Größe ist ideal, um die verschiedensten Motive zu gestalten. Das Besondere bei diesem LED-Board ist, dass auf der Rückseite eine Schneidmatte ist und das ist natürlich praktisch. Man muss also jetzt nicht extra das Board wieder wegnehmen und was Neues ranschleppen, sondern man kann einfach das LED-Board drehen und kann dann auf dieser Seite seinen Maskierfilm, seine Schablone halt ausschneiden. Ähnlich wie bei anderen normalen Schneidunterlagen ist es aber auch hier, dass man, wenn man fest aufdrückt, und das will man ja auch teilweise, dass man dann natürlich halt auch eine Spur in der Oberfläche der Seite hinterlässt. Schön ist auf jeden Fall, dass es hier so Gummifüße hat, insofern kannst du halt beim Durchpauschen nicht weglaufen. So, gucken wir uns das mal direkt an. Also ich habe hier ein Stück Papier, das zerschneide ich mit einem Skalpell und man sieht dann halt auf jeden Fall die Schnittkante. Ja, das zeigt halt die Oberfläche, die ist dafür geeignet, aber sie gibt jetzt diesen Spalt nicht wieder zu, sondern der ist dann halt sichtbar, macht aber keinen weiteren Probleme, wenn man halt weitere Sachen halt ausschneidet. Es ist halt dann halt nur optisch, wenn man da ein paar hundert Schnitte gemacht hat, dann sieht es natürlich auf der Seite relativ zerkratzt aus, aber das ist nun mal so. Ja. Und der Aufdruck, der lässt sich mit dem Skalpell mit harten Druck auch wegschaben. Das ist aber normal, das ist ja ein normaler Druck. Und wenn ich es halt sauber mache mit Wasser, dann sieht man, dass die Kratzer halt auch einigermaßen wieder verschwinden. Ja, das ist das Garmon GA3 Leuchtpad in A3 Größe mit 850 CD pro Quadratmeter mit einer Höhe von 6 mm, ein 2 Meter Kabellicht bei und das Ganze für 56,99 €. Bis zur nächsten Airbrush TV-Folge, euer Roger Hassler.